Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Ich habe jetzt für heute noch ungefähr 100 GB auf der Festplatte und ich dachte, die mache ich jetzt mit Hearthstone voll. Da ist jetzt schon einiges drauf. Wer weiß, wie das ist, der weiß, dass 100 GB nicht für viel, also für sehr lange Zeit reicht. Aber ein bisschen was wollte ich mit euch jetzt heute noch spielen. Und heute Vormittag habe ich so ein bisschen gequestet und habe das Frauendeck gemacht. Das ist für euch jetzt wahrscheinlich schon eine ganze Weile her. Und somit spiele ich jetzt nochmal mit euch Arena. So, wir haben letztes Mal Paladin gespielt. Ich glaube, wir spielen heute mal Schamane. Eure Zeit ist gekommen. Nicht, weil ich den kann, sondern einfach, weil ich mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen möchte. Von daher. Okay, wir fangen mal an. Die Monstrosität. Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu, wenn der stirbt. Naja, die Lichtwächterin bringt mir nicht viel, ich kann nicht heilen. Ich nehme mal das Narubien-Eck, weil das ganz cool ist. Ich hoffe aber, dass ich den auch irgendwie tot kriege. Das wäre cool. Oder gebufft. Gebufft wäre auch nicht schlecht. So, und hier ist jetzt die Frage. Nehme ich die Waffe? Oder nehme ich das Feuerelementar? Ich nehme mal das Feuerelementar. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. Instabiler Ghoul, Spott, Todesröcheln, fügt allen Dienern einen Schaden zu. Das finde ich nicht so toll. Das könnte nach hinten losgehen. Deswegen, hier, Erdschock bringt einen Diener zum Schweigen, fügt ihm dann einen Schaden zu. Oder den Braumeister. Ich nehme den Braumeister mit, ich will Diener haben, das finde ich besser. So, jetzt ist die Frage, den Worgen oder den Voodoo-Doktor oder den Oger der Felsfäuste. Ich nehme mal den Voodoo-Doktor mit, damit wir noch einen Einser haben. So, Gabelblitzschlag. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Ist eigentlich... Es kostet aber Überladung. Das finde ich einem aber nicht schlecht, ne? So, der Erzmagier. 4-7er und Zauberschaden plus 1 ist auch nicht schlecht. Die Frage, ob wir viele Zauber haben. Wobei, das hier ist ja ein Zauber. Kann nicht als Ziel von... Hier, der Spektrale kann nicht... Ja, das ist auch geil. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich finde das hier irgendwie cool. Also nehme ich das mal mit. So, Totengräber erhält jedes Mal +1/+1, wenn ihr einen Diener mit Todesröcheln herbeiruft. Die ist geil, die Karte. Für ein Todesröcheln-Deck ist die echt Gold wert. Aber ich weiß nicht, ob ich so viele Todesröcheln kriege. Ist die Frage, ob wir dann lieber Card Draw mitnehmen. So, führt einem feindlichen Diener einen Schaden zu und friert ihn ein, finde ich jetzt nicht so. Also da haben wir bessere Auswahl. So, Card Draw oder Totengräber. Also wir haben ja das in Rubien-Eck. Die Kombo wäre ja natürlich nicht schlecht. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar. Ich nehme ihn mal mit. So, und wenn es jetzt geht, holen wir jetzt auch noch mal ein paar hier im Mittelfeld mit. So, jetzt kriegen wir das hier noch mal. Ah, der finde ich auch nicht so geil. Staubteufel. Windzorn. Überladung 2. Er hat 3 Angriff. Das ist nicht schlecht, aber auch nur einen. Ich nehme die hier noch mal mit. Oh, hier nehmen wir auf jeden Fall Kampfrausch mit. Hier Todesröcheln. Sowas. Oh, die kenne ich fast alle gar nicht. Also ich doch hier die. Ah, doch, ich kenne die, aber ich habe die nie selber groß gespielt. Der Bergriese kostet ein weniger für jede andere Karte auf eurer Hand. Ach, kann gut sein. Hungrige Krabbe. Vernichtet einen Murloc und erhält. Ja. Bringt mir nicht. Ich weiß nicht, ob da großartig ein Murloc zusammenkommt. Das ist ein Wildtier, naja. So, und der Schlamm beschwört am Ende eures Zuges eine exakte Kopie dieses Dieners. Wenn man den buffen könnte, wäre natürlich geil. So, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt den Bergriesen mit, in der Hoffnung, der bringt uns viel, oder den hier? Ich finde die beide ganz gut. Ich nehme mal den Bergriesen mit. Mal gucken, ob es was bringt. So, hier... Windsprecher, verleiht eurem befreundeten Diener Windzorn einem. Das ist nicht verkehrt, aber ich mag den Yeti gerne. Haben wir eigentlich was zum Schweigen? Nee, ne? Nee. Aber ich will trotzdem den Yeti haben. Ich sehe schon, das wird nix. Okay, die Waffe ist auch nicht schlecht. Verleiht einem befreundeten Charakter +3 Angriff in diesem Zug. Ich glaube, die kann ich auf die Diener packen. Oder halt auf mich. Ist dann nur für diesen Zug. Kampfrausch ist aber natürlich auch ganz geil. Ich nehme das nochmal mit.
Und hier nehme ich die Zauberbrecherin mit. Wir brauchen noch ein paar mehr Diener. Okay, das Mana-Flut-Totem. Zieht am Ende eures Zuges eine Karte. Das ist geil. Den Verwüster habe ich auch recht gerne, aber das... Verursacht 5 Schaden. Ist auch geil. Oh, die sind alle nicht schlecht. Ich nehme, glaube ich, das Mana-Totem. Mana-Flut-Totem, so. So, stellt das volle Leben eines Dieners wieder her und verleiht ihm Spott. Finde ich super. Die Spinne ist auch toll. Naja, nee, ist ein die hat halt auch Türdesröcheln, ne? Das brauchen wir halt auch, aber wir haben die schon einmal. So, und der Windsprecher verleiht einem befreundeten Diener. Das ist auch geil. Oh, Leute, 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 Leute. Ich sehe es aber nachher kommen, dass wir nachher zu viel Zauberscheiß auf der Hand haben und keine Diener. Deswegen nehme ich den jetzt nochmal mit. Und ich hätte jetzt gerne noch ein paar Dreier. Okay, ich brauche das, das Flammenzungen-Totem ist geil. Der Schlachtzugsleiter aber auch. Und der hat noch 2-2. Und der hat noch 2-2. Ich nehme lieber den Schlachtzugsleiter mit, weil ich das Gefühl habe, ich habe gerade nicht so viele Diener. So, und hier. Der Spott ist ziemlich useless. Aber hat immerhin, er kostet halt nur eins, ne? Momentan ist es relativ ausgeglichen. Ich nehme auch noch das Feuerelementar mit. Nimm's auch mit. Okay. na toll. Reinkarnation. Vernichtet einen Diener und bringt ihn dann mit vollem Leben wieder auf das Schlachtfeld zurück. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie ich das anwenden soll. Bin ich mir ganz, also muss ich ganz ehrlich sagen. So, Frostelementar, nehmen wir den nochmal mit? Oder holen wir diesmal Macht der Totems? Wir nehmen den nochmal mit. So, hier. Den Murloc mit Ansturm, was nicht schlecht ist. Den Ghoul wählt jedes Mal plus 1 Angriff, wenn ein Diener stirbt. Den finde ich sehr gut. Ich glaube, den nehme ich auch mit. Ohne zu zadern und zu... So, der ist nicht so geil. Jeder Spieler zieht 2 Karten. Das will ich nicht unbedingt. Ich nehme den Messerjongleur mit. Und hier. Verleiht einem Diener Windzorn. Das ist nicht schlecht. Das kann nützlich sein. Hier, der Schütze von Eisenschmiede verursacht einen Schaden, ist jetzt, naja. Ich werde hier in dem Fall mal den Spott mitnehmen. Es ist schon wieder den Feuerelementar. Diesmal nehmen wir aber das Flammenzungentote mit. So, und jetzt? Zauberschaden oder die Ebertante? Ich glaube, wir nehmen mal die Ebertante mit. Und, diesmal die Waffe. Und eure Diener kosten 3 mehr. Naja, jetzt hier den Lepra-Gnom. Bringt einen Diener zum Schweigen und fügt ihm dann einen Schaden zu. Oder den Oger. Wir haben schon. Also, wir haben 3 Feuerelementar. Wir haben schon ein paar, ne? Wir nehmen mal das Schweigen mit. Und unbedingt ein Hex. Weil das andere hatten wir jetzt ja schon mehrmals. So, was nehmen wir jetzt? Erhält plus eins, wenn ihr eine Karte mit Überladung ausspielt. Wir haben nicht so viele. Hier haben wir nochmal ein Schweigen. Den haben wir auch schon mal. Und hier haben wir den Worgenspitzel, der ist verstohlen. Wir haben viele Einser- und Zweier-Drops. Ich hoffe doch stark. Ich nehme nochmal hier mit Schweigen mit. Ich hoffe doch stark, dass wir im Anfangsgame davon einige kriegen. Sonst bin ich echt sauer. Hier nehme ich nochmal den Ghoul. Oh. Naxxramas Schemen, Verstohlenheit, erhält zu Beginn eures Zuges plus eins. Jedes Mal? Jedes Mal? Elementar, Spott und Überladung 3 oder die Windzornüberladung. Ich frage mich gerade, ob das die Karte ist, die ich meine, dass der jeden Zug plus eins kriegt. Ich nehme die mal mit. So, ihr Lieben, keine Ahnung, ob das Deck was wird. Also entweder hält der Christian jetzt den Daumen nach oben oder zur Seite oder der schlägt sich gerade voll hart mit der Hand auf die Stirn. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Keine Ahnung. Ich probiere es einfach aus. Ich bin mir immer so unsicher, welche Karten ich holen soll. Und ich merke dann halt erst im Spiel, ob das Deck scheiße ist oder nicht. So ist das halt. Aber so spielen wir mal was anderes. So seht ihr auch mal was. Oh, direkt gegen den Mage.
Jaina! Nein! Habt ihr's so gewollt? Eure Zeit ist gekommen. Naja. So, die machen wir mal weg. Ja, okay. Okay. Dann gucken wir mal, was kommt. Ich hätte jetzt gerne, ich hoffe, ich kriege noch hier irgendwas mit Todesröcheln dazu. Ah, direkt ein Spott ist ja ein Traum. Ah, das ist eine Ruby in Egg. Fügt zwei. Nee, das brauche ich jetzt nicht spielen. Ist die Frage, ob ich die gleich zusammenspielen will. Jedes Mal plus eins, wenn ihr einen Diener mit Todesröcheln herbeiruft. Der kann den gleich wegmachen. Mit dem Spott? Ich mach mal nix. Ich guck mal, ob ich die gleich in der zweiten Runde zusammenspielen kann, weil der kann den mit dem Spott und genau dem da jetzt wegmachen. Und so habe ich jetzt halt zwei Schaden gefressen. Was soll's? Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung war, aber der wäre jetzt halt dran gewesen. So, und wir spielen jetzt den hier. Bringt eure Toten. Das hier. Und das hier. Das war's. Okay, und schon ist er nicht mehr ganz so einfach wegzukriegen. Es wäre jetzt natürlich schön, wenn ich jetzt noch einen, wenn ich jetzt noch die Spinnen kriegen würde. Da wäre ich total begeistert von. Ich bin ein Meister der Magie. Okay. Okay, sehr gut. Auf jeden Fall den. Und fügt zwei Feind, zufälligen zwei Schaden zu. Ja, das machen wir auch. So, dann hauen wir den hier weg. Und sind fertig. Und er hat jetzt erstmal nichts mehr hier drauf liegen. Jetzt haben wir zwar Überladung, jetzt haben wir gleich, wir können dann halt gleich nur einen Totem rufen. Oder werden wir was kriegen, ein Diener mit zwei, der zwei Mana kostet, aber... Ne, wir haben fünf Angriffe auf dem Board. Er kann jetzt hier erstmal keinen. Also das Eck hält ihn natürlich auch ein bisschen von AOE ab, ne? Von daher. Okay. Spielen wir. Ne, ich spiele jetzt erstmal nur einen Totem. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier irgendeinen. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Gesicht. Und mal gucken, ob er sein Schild an dem Spott jetzt kaputt macht. Und dann kümmern wir uns dann um den. Ich wollte jetzt den Lepragnomen nicht dafür aufopfern. Oh, wir können danach den Schlachtzugsmeister spielen und dann können wir das Ei platt. Ja, Leute. Ja, das machen wir. Das finde ich total gut. Das finde ich total gut. Ach nee, der hat sein Schild. Ach ja. Oh, oh. Ah, schade. Ah, schade. Ich dachte gerade, er macht das Ei jetzt noch kaputt. Das hätte ich jetzt noch total lustig gefunden. So, wir spielen ihn hier. Und kloppen das Ei. Und machen das hier. Und hoffen auf noch einen Spott. Nee, leider nicht. Ist nicht so schlimm. Aber, sehr gut. Jetzt kann er nämlich den Totengräber nicht wegpingen. Und momentan sieht es sogar, ich will es nicht zu laut sagen, aber ganz gut für uns aus. In der nächsten Runde kann er einen Flammenstoß machen. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich dann nicht allzu viel ausspiele. Ein Feuerelementar vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. So, ich denke mal, er wird jetzt auf jeden Fall gleich den Totengräber ab... Nee, er geht ins Gesicht? Warum tut er das? Verstehe ich nicht. So ganz. Ach, ja. Ja, schade. Sehr schade. An den habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Ich hatte jetzt nur an den Flammenstoß gedacht. Fügt drei Schaden zu. Den spielen wir jetzt auch mal. Okay, und das war's dann erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir das Mana-Flut-Totem gleich noch raushauen. Ich weiß noch nicht so ganz.
Es wäre jetzt geil gewesen, wenn wir den draußen gehabt hätten. Ich weiß nicht, der Blizzard fügt nämlich nur 2 Schaden zu, dann wäre der jetzt richtig abgegangen. Dann hätte er den da zwar wegpingen können, aber halt auch erst in der nächsten Runde. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Aber was will man machen? So, Curly-Chan, mach mal Dinger, mach mal Sachen, mach mal irgendwas. Überleg noch. Er ist auf jeden Fall noch da. Ich kann das hier sehen, wenn er Sachen liest. Also wenn seine Maus da irgendwo dran geht. Da oben, an seiner Karte. Okay. Schilde hoch. Okay. Das bringt dir nicht so viel. Also abtauschen tut das jetzt aber nicht. So, jetzt haben wir hier... zieht am Ende eures Zuges eine Karte. Ja, schade, dass ich nicht noch ein Totem dazu spielen kann, aber ich möchte ihn hier gerne spielen. Und dann gehe ich hier mit rein. Ja, ich weiß, der stirbt dann. Mache ich das? Ja, ich mache das, weil sonst hat der hier nur noch ein Leben. Und das fände ich blöd. Spiele ich das hier noch? Und gehe hiermit ins Gesicht. Weil wenn er hiermit, wenn er nur noch ein Leben... Ah, sehr schön. Wenn er nur noch ein Leben hat, dann könnt ihr ihn einfach wegpingen. Ich meine, das kostet ihn 2 Mana, klar. Aber wenn er jetzt nichts Mana-Intensives auf dem Board hat, kommt ihm das ganz gelegen. Und das wollte ich jetzt nicht. Deswegen habe ich das getan. So, mal gucken, was er jetzt macht. Er kann keinen davon... Ah ja, das war klar. Schade. Ich hätte mir das Mana-Flut-Totem vielleicht aufbewahren sollen, aber hätte sich das gelohnt? Nee, ne? Hätte sich bestimmt nicht gelohnt. Also ich kann ja auch nicht da drum herumspielen. Ich muss ja irgendwas machen. Eine Karte hat's gezogen. Ja, gut. Schön wäre es gewesen. Hätte ich es vorher gehört, hätte ich es im früheren Game gekriegt, wäre es auch nicht so verkehrt gewesen. Aber noch sieht es immer noch einigermaßen ganz gut für uns aus. Wir haben noch einen Hex. Und wir haben noch einen Kampfrausch. +3. Er friert mich nur ein. Und einen Champion. Den hexen wir. Das würde ich schon sagen. Den hexen wir jetzt weg. Und machen das hier kaputt. Und dann spielen wir noch so einen. Und ich glaube, wenn er die jetzt nicht alle wegkriegt, sind wir in der nächsten Runde Sieger. Selbst wenn er einen davon wegkriegt, +3, sind wir Sieger. Das wäre total gut. Das wäre total gut. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was soll ich nur tun? Das fragt er sich. Was soll er tun? Es wird nicht fallen. Okay. Ein Geheimnis? Geheimnisse sind blöd. Ich mach das hier jetzt mal trotzdem. Vielleicht ist es ein Counterspell, ich weiß es nicht. Nee. Keine Ahnung, was das Geheimnis ausgelöst hat. Er ist auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall die erste Arena-Runde gewonnen. Ich bin stolz. Ich bin total stolz. Oh, das hat endlich mal geklappt. Nachdem das heute alles so eine Katastrophe war, hat das endlich mal geklappt. Ich finde das total gut. Ich schmeiße auch gleich noch eine hinterher. Allerdings für euch leider erst in der nächsten Folge. Das tut mir sehr leid. Aber ich muss ja ein bisschen drauf achten. Ich habe doch nur noch 100 GB. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.